Sekunde, wir müssen das noch sortieren. Ein Stück darüber, perfekt. Machst es wie ein Profi. Maxi war ja heute reingekommen und gleich für Alarm gesorgt. Genau die Rolle gewesen, die für Sie vorgeschrieben ist, oder? Genau. Also, ja. Perfekt beschrieben. Was geht so in der Mannschaft gerade ab, in der Kabine? Sie waren vorhin mal drinne. Ist das Freude, Erleichterung? Wie kann man es beschreiben? Ja, Freude. Wir sind Gruppenerster. Das war unser Ziel. Und ja, da freuen wir uns alle. Es gab eine strittige Szene im Strafraum, wo Sie mit dran beteiligt waren, wo Sie deutlich zu Boden eigentlich gerissen wurden. Waren Sie überrascht darüber, dass nicht gepfiffen wurde? Ja, also ich sag mal, ich hätte es natürlich gern gesehen, dass er auf den Punkt zeigt, aber ich glaube, wenn er es jetzt nicht gibt in dem Fall und der VAR nicht eingreift, weil es keine klare Fehlentscheidung ist, also ich darf ja jetzt auch nicht mehr mit dem Schiri diskutieren, weil sonst kassiere ich auch noch eine gelbe. Und ja, einfach akzeptieren. Ist es eigentlich schwierig, sich daran zu halten? Naja, also ich komme, glaube ich, eh nie so oft dazu, mit dem Schiedsrichter zu reden, aber ich denke, für andere Fälle ist es deutlich schlimmer. Sie sind ja nun einen ganz speziellen Weg hierher gegangen in dieses Turnier. Es war ja nun mit Ihnen nicht von allen gerechnet worden. Wie war denn dieser Moment dann heute, als der Trainer sagte, so bitteschön, du bist dran? Ja klar, ganz besonders. Ich meine, hätte mir einer vor einem Jahr gesagt, dass ich heute EM spiele, dann hätte ich ihn ausgelacht. Und jetzt stehe ich hier und habe mein erstes EM-Spiel. Also, unglaublich. Und wie war der Moment, als der Ausgleich fiel? Krass, also ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Also Fülle ist nach da gerannt, da wird es auf einmal losgesprintet und ich wusste auch nicht, wohin mit mir. Ich bin einfach dann auch in die Traube rein und wollte jubeln. Ja, war unglaublich. Maxi, eine Zukunftsfrage, aber es gibt tatsächlich noch so viele Themen gerade offen bei einigen Nationalspielern. Bei Ihnen ist auch immer der ein oder andere Verein interessiert. Wie gehen Sie da in dem Sommer aktuell damit um? Jetzt noch gar nicht. Jetzt habe ich erstmal hier eine EM, die ich spielen muss. Danach können wir quatschen. Alles dann in Ruhe danach. Ja, ja. Darauf kommt. Wen wünschen Sie sich Dankeschön. Jetzt? Wir schlagen alle. Maxi, gab es noch einen Glückwunsch von zu Hause? Was war auf dem Handy los? Nee, mein Papa war hier. Der hat mir schon gratuliert. Und meine Mama rufe ich gleich noch an, wenn sie noch wach ist. Dankeschön. Macht aber nicht zu lange.